Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains World 4. Heute sind wir jetzt auf der neuen Strecke Aschaffenburg-Miltenberg, also oder auch genannt die Maintalbahn. Diese Strecke ist am Dienstag, dem 28. November rausgekommen und führt von Aschaffenburg nach Miltenberg. Von Aschaffenburg nach Miltenberg, genau. Und wir befinden uns hier gerade in Aschaffenburg. Sieht man auch. Das gibt es auch beim DLC Main-Spessart-Bahn. Aber die ist hier nicht enthalten. Aber was hier neu ist, ist das Fahrzeug. Wir können nämlich jetzt mit der Baureihe 642 fahren. Das, oder auch genannt die Zero Class, ist ein zweiteiliger Triebzug. Und der ist auch recht auf dieser Strecke verbreitet, auch jetzt in der Zeit noch. Und ich habe mir vorgenommen, für heute, für dieses Video, wir machen zwei Videos, denn wir fahren jetzt mit der Baureihe 642 bis nach Obernburg-Elsenfeld. Von dort dann werden wir im nächsten Video mit einer etwas älteren Baureihe dort weiterfahren, die dort vorher sozusagen den Dienst der 642 gemacht hat. Nach Miltenberg oder Kralsheim, so in der, halt da in der Gegend. Die gab es auch vor ein paar Jahren noch, also ist noch vor ein paar Jahren gefahren, doch ist jetzt schon ausgemustert worden. Aber ihr werdet dann sehen, welche Baureihe es sich handelt. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, welche das nochmal war. Also ich weiß, welcher Zug es ist, aber ich hatte die Baureihe vergessen, also Nummer. Ich würde sagen, wir haben jetzt lang genug rumgeredet und wir rüsten ja erstmal das Fahrzeug auf. Der Motor läuft ja schon mal. Und ja, müssen eigentlich noch den Führerstand aufrüsten. Machen gerade mal die Tür noch zu. So, ist ja auch ganz schick eigentlich, auch mit Anzeige sogar. Wie man sieht, wir fahren bis nach Obernburg-Elsenfeld oder auch nur Elsenfeld genannt. So, haben wir unseren Führerstand. Öffnen wir einmal die Tür. Dann einmal die Tür zu. Dann setzen wir uns mal hin. Als erstes müssen wir einmal den Hauptschlüssel einschalten. So, jetzt ist das Fahrzeug aktiviert. Und wir können schon mal die Fahrgasttüren links öffnen, dass die Fahrgäste einsteigen können. Dann bewegen wir den Richtungswender nach vorne. Also wir wollen ja vorwärts fahren. Kennt ihr schon die Leier von mir. Und als nächstes, ja, dann sind wir eigentlich schon ungefähr abfahrbereit. Wir können uns noch die Spitzenlichter einstellen. Auf Zugspitzensignale. Wir müssen noch die Feststellbremse lösen. So. Dann, ich mache mal kurz den Monitor ein bisschen dunkler. Sehe ich auch ein bisschen besser. Ja, wir sind gerade in einem einteiligen Zugteil, so ein doppelter Zugteil. Sieht man hier auch unten, hier beim, wo ich gerade im Mauszeiger bin, Fahrzeug 1 besteht aus zwei Teilen. Die Züge fahren auch manchmal zweiteilig rum, aber dachte mir, so viele Fahrgäste fahren heute eh nicht mit, da können wir mal einteilig fahren. So, dann würde ich sagen, schließen wir die Türen. Vergessen haben sollte ich nichts. Hier haben wir unseren Kombihebel Leistung Bremse. Mit dem geben wir Gas und bremsen auch. Und falls wir noch zusätzliche Bremskraft brauchen, um zum Halt zu kommen, haben wir noch unsere Lokführerbremse. Die hat ein bisschen spezielle Steuereigenschaft, aber die brauchen wir auch nicht wirklich, wenn wir richtig bremsen. Okay, ich würde dann mal sagen, wir lösen hier die Bremsen und geben Leistung. Man merkt, der Zug setzt sich in Bewegung. Er braucht allerdings ein bisschen, bis er mal auf Fahrt kommt, weil er hat nicht so viel Leistung, aber das braucht er auch nicht. Weil, naja, gut. So schnell darf er eh nicht fahren, maximal nur Dings 120 km/h. Oh, warte mal kurz, wir müssen mal ganz kurz anhalten. Ich habe was vergessen.
GZB anschalten. So, jetzt können wir abfahren. Sorry. Musste ich gerade mal machen. Weil ich fahre mal gern mit PZB. Jetzt ist es nämlich auch richtig. So. Haben wir hier langsam Fahrt am Signal. Hier rechts ist auch die Tankstelle. Hier werden die Fahrzeuge sozusagen aufbetankt. So. Mal kurz, ich richte mal kurz die Kamera aus. So, jetzt haben wir einen guten Ausblick. Jetzt könnt ihr gutes Fahrgeschehen sehen. So, und stattdessen bei der Main-Spessart-Bahn fahren wir hier links lang, aber hier fahren wir jetzt rechts entlang Richtung Hafen. Beim DLC Main-Spessart-Bahn konnte man auch zum Bahnhof fahren, das ist hier auch möglich. Nur gibt es halt jetzt einen Gleisabschnitt mehr. Das kann ich nochmal zeigen, wenn wir jetzt bei unserem nächsten Halt Aschaffenburg Hochschule sind. Und dann seht ihr, was ich meine. So, jetzt haben wir hier langsamer werden. Langsamer erwarten. Nee, Quatsch. Langsamfahrt erwarten. So war's. Sorry, ich verspreche mich da manchmal ein bisschen, aber ich denke, es versteht hier. Erreichen wir Aschaffenburg Hochschule. Machen wir schon mal ein bisschen Bremsleistung. Jetzt bremsen wir schon mal ein bisschen. Damit wir auch gut zum Halten kommen. Weil die Bremse, die ist eigentlich auch recht stark. Nur die Leistung ist ein bisschen, ja, ein bisschen träge, aber wie schon gesagt, ist nicht nötig bei der Strecke hier. Sagen, öffnen wir die Türen auf der rechten Seite. Wir können auch von draußen mal gucken. So sieht das Fahrzeug aus. Sieht auch schön aus. Haben wir unsere Kupplungsklappe vorne. Kann es nochmal von der Perspektive zeigen. Das war ein bisschen der Baum, hat es ein bisschen geflackert gerade. Hinten haben wir auch unsere Kupplungsklappe drauf. Sehr gut. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal, was ich meine mit dem neuen A-Zweig. Ich gehe mal auf die Karte. Hier sind wir gerade. Zoom mal ganz kurz raus. Hier oben ist Aschaffenburg. Und hier unten ist Miltenberg. Das hier ist die ganz neue Strecke hier. Wenn wir jetzt langsam ranzoomen, ist hier dann der Abzweig, wo es dann eigentlich irgendwann Schluss war, einfach dann. Und den Hafen gibt es ja auch noch, sieht man ja. Und wo eigentlich die Main-Spessart-Bahn weiterführt, hier ist auch dann Schluss. So, dann ist auch schon wieder Abfahrtszeit. Wir schließen die Türen. Alles klar, wir geben Leistung. Und fahren zu unserem nächsten Halt Aschaffenburg Süd. So, jetzt haben wir hier Langsamfahrt. Wir dürfen maximal 40 km/h fahren. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir müssen eh gleich wieder anhalten, weil die Stationen Aschaffenburg Süd und Aschaffenburg Hochschule liegen recht nah beieinander. Wir haben auch unbegrenzte Zeit.
Zeit, weil es ist ein Szenario, was ich erstellt habe. Ihr werdet mir nicht so hetzen müssen, damit ich euch noch ein bisschen was erklären kann dabei. Lernt man ein bisschen besser die Strecke kennen. So, jetzt können wir schon wieder bremsen. Weil da ist jetzt schon Aschaffenburg Süd. Seite machen wir gerade mal die Türen auf. Ich rück mal kurz die Kamera noch ein bisschen zurecht. So, jetzt ist gut, ja. Jetzt hat man einen guten Ausblick. Schließen. Sieht man hier unten am Leuchtmelder, die Türen sich schließen. Wenn die beiden Leuchtmelder leuchten, dann sind die Türen geschlossen. Wenn sie aus sind, dann sind sie offen. Und wenn die beiden, wenn sie blinken, dann gehen die Türen gerade zu. So kann der Lokführer sehen, ob die Türen noch am Schließen sind oder ob sie offen oder zu sind halt. So, dann können wir Traktion geben. Dann haben wir hier unten auch unsere SIFA-Lampe, wenn die SIFA sich meldet. Und dann hier sozusagen den, ja, die Lampe für, die Leuchtmelder für die Traktionssperre. Weil wenn wir mit so einem Kombihebel Bremsleistung erzeugen, dann leuchtet dieser Leuchtmelder, der uns dann sagt, jetzt ist gerade nicht möglich, Leistung aufzuschalten, aber... So, dann können wir nochmal kurz ranzoomen. Das hier mit der blauen Leuchtmelder ist für Fernlicht. Das haben wir es gerade gesehen. Hat gerade geleuchtet. Und falls ein Fahrgast die Hubbremse betätigt, ist hier nochmal ein Leuchtmelder. Und was ZSG-Störung heißt, das weiß ich leider nicht. Als einzelnes Fahrzeug kommt die BR 642 auch schon dann recht flott auf Geschwindigkeit. Es ist eher so am meisten träge, wenn man mit Doppeltraktion unterwegs ist. Weil man auch, man hat zwar mehr Leistung, aber man muss auch mehr Gewicht hinter sich schleppen. Also sich hinter sich herziehen. Auch extra schönes Wetter aus nur für diese Fahrt, weil da kann man die Strecke am besten genießen. So, jetzt machen wir hier einen Gleiswechsel, weil die Maintalbahn ist zum Großteil eingleisig. Das beginnt jetzt sozusagen jetzt beim Abzweig auf die Maintalbahn. Ist eigentlich immer sozusagen eingleisig, außer in den Bahnhöfen. Da ist dann meistens zweigleisig. Na, nicht allen, aber bei den meisten ist es zweigleisig oder vielleicht auch mehrgleisig. Und da müssen halt manchmal die Züge warten, wenn die sich entgegenkommen, halt den anderen vorbeizulassen. So, hier ist der Abzweig. Hier rechts würde es zum Hafenbahnhof gehen, aber da fahren wir nicht hin. Wir nehmen Kurs auf Obernau. Ja, man kann immer schön mit dem Gas rumspielen, wie man hier bei der Drehzahlanzeige sieht. Weil wenn man kurz den Leistungsschalter auf 100% gibt, dann holt er hoch wie ein Motor. Also wie beim Auto. Nur dass es halt nicht so schnell runtergeht beim Auto, sondern es dauert ein bisschen. Ihr wisst ja.
Beim Zug ist die Leistung und Bremsleistung generell alles immer ein bisschen verzögert. So das meiste. Von den Fahreigenschaften. Müssen wir jetzt gleich wieder bremsen. Das reicht, wenn wir auch bei 120 bei 500 Meter bremsen würden oder 600 Meter, weil, wie schon gesagt, die Bremse ist recht stark. Vor allem jetzt, weil wir sowieso nur als einzelner Zug unterwegs sind. So, ich muss doch ein bisschen mehr bremsen, habe ich mich jetzt ein bisschen verschätzt. Aber das schaffen wir noch. Naja, das schaffen wir noch. So, wie man hier sieht, das meinte ich mit eingleisig. Der Bahnhof hier ist nur eingleisig, aber wahrscheinlich so Bahnhöfe wie, sagen wir mal hier Obernburg-Elsenfeld, wo wir dann umsteigen werden in die etwas ältere Baureihe. Da ist dann schon mehrgleisig. So, Türen rechts auf. Und dann warten wir mal, bis die Fahrgäste eingestiegen sind. So, können wir die Tür jetzt wieder schließen. Okay. Dann fahren wir jetzt wieder los. Der nächste Halt ist Sulzbach. So, wir können auch nochmal kurz hier auf unseren Fahrplan gucken. Sulzbach, Kleinwaldstadt und dann sind wir schon in Obernburg-Elsenfeld. Das liegt so ungefähr mit auf der Strecke. Deswegen habt ihr sowas Zentrales ausgesucht, dass die beiden Fahrten ungefähr gleich lang dauern. So, jetzt müssen wir schon gleich wieder bremsen, denn jetzt kommt der Bahnhof Sulzbach. Schon, wenn ich auch nur 6% Bremsleistung habe, sieht man hier auch beim Tempo, dass das schon recht schnell runtergeht. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verschätzt beim Bremsen. Na gut, kommen wir ein bisschen weiter vorne zum Halt. Das war auch halb so wild. Weil solange wir noch auf dem Bahnsteig sind, ist das halb so wild. So, wir können noch mal kurz die Notbremse testen. Nämlich hier bei unserem Kombihebel. Können wir mal hier ranzoomen an die Druckluftanzeigen. Wenn wir jetzt... Sehen wir, wenn wir... So, jetzt sehen wir hier, ist der Druck gestiegen, die Bremsleistung. Und wenn wir jetzt auf Notbremse gehen, sehen wir oben, dass der Bremsdruck sinkt. Also die Hauptluftleitung, mit dem der Bremsklaus gehalten wird. Und hier unten wird dann die Bremsnadel ganz hoch ansteigen. Das machen wir jetzt mal. So, man hört es zischt. Die Nadel geht runter auf fast 0 Bar. Und die Leistung, Bremsleistung steigt langsam ein bisschen, die Nadel zittert auch ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir lösen wieder die Bremse. Man sieht auch, die Hauptluftleitung füllt sich auch wieder recht schnell. Und jetzt sind wir schon wieder abfahrbereit. Das dauert bei manchen Zügen ein bisschen länger, also bei so Regionalzügen wie jetzt. Wie jetzt wir jetzt fahren. Da dauert das jetzt nicht so lange, da geht das. Ups, sorry. Da geht es eigentlich recht schnell. Und ja, dann ist auch schnell wieder einsatzbereit. Nur bei Güterzügen, weil die haben ja recht lange Züge, da muss die Luft erstmal wieder alle Wagen befüllen mit Luft. Das kann dann schon mal 1 bis 2 Minuten oder so dauern.
Nächster Halt ist Kleinwaldstadt. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen bremsen. Weil man sieht hier oben unsere Vorschau. Wir sind auf 60 km runter. Bei Kleinwaldstadt reinfahren, dann müssen wir etwas langsamer werden. So, jetzt haben wir hier die Ankündigung auf 100 km/h. Doch Langsamfahrt erwarten. Wir können sowieso, glaube ich, bei 60 bleiben, weil wir müssen eh gleich langsamer werden. Ach, ich sehe es. Wir müssen hier das Gleis wechseln. Also fahren näher an den Bahnsteig ran. Weil hier, das meine ich ja, hier treffen sich dann die Züge sozusagen zum Überholen oder wenn sie einander Wenn sie aneinander vorbei wollen. So, jetzt. So, ich hab ein bisschen. Manchmal habe ich einen Hänger. Müsst ihr verstehen. Zeitdruck. So, und stopp. So, Türen auf. Wir können nochmal in unseren Fahrplan reingucken. Ja, nächste Halt ist schon Obernburg. Da steigen wir dann ins andere Fahrzeug um, aber das seht ihr dann im nächsten Video. So, jetzt schön wieder schließen. So, und dann Abfahrt. In ungefähr 4 Kilometern sind wir in Obernburg-Elsenfeld. Wegnehmen. Wir müssen schon mal anfangen zu bremsen. Weil jetzt kommt schon ein Signal mit Halte erwarten. Weil es eben auf der Vorschau das nur Signal kommt. So, sehen wir, Obernburg-Elsenfeld ist ein etwas größerer Bahnhof. Das liegt auch daran, da hier viel Rangierverkehr herrscht, weil da vorne sieht man vielleicht die Schornsteine, sind die Glanzstoffwerke. Ich weiß nicht genau, was da produziert wird und so weiter, aber es ist eine Großfabrik und auch ein großer Arbeitgeber. Und hier sind auch eine Menge Abzweigungen zum Fabrikgelände. Und ja, das stört aber den Bahnverkehr hier nicht. So, und stopp. Okay, dann öffnen wir die Türen. Dann sind wir angelangt. Also
angekommen. Und es ist auch jetzt schon der Schluss. Weil im nächsten Video geht's weiter mit dem älteren Fahrzeug. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen hier mit unserem Desiro Class Baureihe 642. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video im älteren Zug. Tschüssi!